müssen gleich wieder hoch, dass wir frühzeitig da sind. Schafft man das noch rauszuholen? Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, lass mal los. Und hoch. Alles klar. Komm, Horn. Da ist der Erste. Weg mit dir. Rüberziehen. Okay. Was war denn das hier? Mensch, war noch. Ja, okay, das brauchen wir nicht unbedingt. Ich würde sagen, einmal das, dann sehen wir, wie viel Schaden wir schon mal haben. Okay, noch fast gar nichts, das ist sehr gut. Hätte man eigentlich auch ein bisschen später machen können. Dann würde ich sagen, machen wir den Bohrer nochmal besser. Und als nächstes werden wir nochmal den Laser und dann vielleicht nochmal den Fahrstuhl verbessern. Wo gehen wir rein? Hier. Nee, gehen wir mal hier rein. Ah ja, okay, hier ist nichts mehr. Man weiß halt manchmal nicht, wo man, wie weit die Höhle geht halt, ne? Kann nur so ungefähr Pi mal Daumen abschätzen. Okay. Ah ne, hier warte mal. Der Fahrstuhl. Genau. Okay, das holen die ja eh hier ab. Hier ein paar. Okay, wir müssen zurück. Hoch. Kampfmodus, los geht's. Oh, es regnet. Ist nie gut. Oh, noch mehr. Okay. Aber ich muss sagen, man merkt auch sofort, ich komme mit denen hier, mit den Techniker viel, viel besser klar. Das ist dagegen, gegen den Gutachter, nichts dagegen, sage ich jetzt mal. Die Höhle sieht auch aus, ne? Komplett durchlöchert. Ja, das Ding müssen wir selbst mit hochnehmen. Das machen die nicht. Wahrscheinlich zu schwer. Aber die haben das meiste Zeug hier zugebracht. Jetzt haben wir auch genug Ressourcen wieder. So, nächstes Gadget. Sehr schön. Was ist das? Sonde. Sendet ja Ressourcen in der Nähe entdeckt. Muss an die Station oder der Kuppel aufgeladen werden. Oder den hier. Ich bin mir mit denen ja nicht so sicher, ne? Allein schon, weil da immer steht, der schläft ein und den muss man wieder aufwecken. Das ist ja, keine Ahnung, das lenkt mich vielleicht zu sehr ab von dem, was ich, wie schnell ich sein will halt, ne?
Aber zwei Kobolde sind natürlich auch sehr interessant. Aber die Sonde haben wir noch nicht probiert. Eigentlich beides noch nicht, aber ich würde nochmal das hier mal versuchen. Und wir tun mal hier Sachen verbessern. Also. Lebenskraft, ja, okay, das ist das. Wellenzähler. Ich würde sagen. Nee, warte mal, Fahrstuhl vielleicht? Oh nee, ein Laser, ne? Wäre, glaube ich, vielleicht effektiver. Ja, das hier. Und das hier, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ich glaube, das ist ganz gut. Können wir eigentlich noch mal Fahrstuhl irgendwas machen? Warte mal, hier. Genau, eine Kugel mehr. Ah, okay, man kann sogar mehrmals das mehrere Kugeln machen. Okay, da ist es noch schneller oben. Alles klar. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Reicht das vielleicht noch? Mal sehen. Wollen ja auch jetzt nicht gleich so tief runtergehen. Okay, wir können wieder hoch. Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Ja, man unterschätzt das noch ein bisschen. Von der Zeit her. Boah, wir brauchen unbedingt den Ziellaser. Dass das automatisch anvisiert wird, weil manchmal ist das jetzt doch ein bisschen schwierig zu wissen, wo der Laser hinballert. Ist ja noch nicht ganz fertig, da ist noch was. Ah, hier. Da ist sie versteckelt. Okay, los geht's wieder runter. Abwärts mit ihr. Drücke, um einen Impuls abzuholen. Ja. Oh, da. Nice. Nehmen wir, holen wir uns gleich in Ruhe. Aber ich will erst ein paar Ressourcen holen. Das ist wieder wahrscheinlich ein Gadget. Auch wichtig, keine Frage. Ja. Oh, Tragekapazität wäre, glaube ich, nicht schlecht, ne? Dass hier mehr da raus wollen, weil unsere Wege sind doch relativ weit, ne? Muss man sagen. Hier, einlassen wir mal hier. Sind wir schneller. Sowieso gleich wieder zurück. Oh, den einen kann man hier ein bisschen anschieben. So, gehen wir mal hoch. Wir wollen ja rechtzeitig da sein bei einem Angriff. Weil die Wege sind doch relativ jetzt auch weit. Man sollte das auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich würde vielleicht sogar sagen, wir machen die Härtung der Kuppel. Besser oder das ist was Laser legt ein Laser hinzu, das Anzeige wohin erzielt. Ja, machen wir mal, komm. Aber das mit der Kuppel, warte mal, das war Schildstärke. Machen wir, ah, da fehlt uns etwas. Na gut, genau das ist doch viel besser. Jetzt sehe ich das auch schön. Herrlich. Na, hörst du auf? Weg mit dir. Sehr nice. Also man merkt schon, wir sind besser geworden, als wir bei der vorige, nicht letzten Runde, vorige Runde, die andere halt, mit den, wo wir auch mit dem Techniker gespielt haben. Das Auge sagt mir bis jetzt auch noch nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Mal schauen. Vielleicht werden wir das noch rausfinden. Was das sein könnte. Oder vielleicht ist es einfach nur Ego, sage ich jetzt mal. Schönheitssache oder so. Oh ja. Ist nice. Hier nicht hochgehen, ohne Ware mitzunehmen. Stimmt, die Kapazität wollten wir erhöhen. So ein bisschen mehr mitnehmen, dann sparen wir uns ein bisschen mehr an Weg. Das hin und her fahren dauert ja auch dann länger. Weil es ist schon wichtig, dass wir so schnell wie möglich so viele Ressourcen wie möglich finden, weil dann können wir auch schon upgraden. Dann müssen wir halt effektiv sein. Und wir sollten jetzt auch langsam mal uns auf den Weg machen, wieder nach oben. Oh, das schafft man das. Sind ein bisschen spät losgegangen. Ja, ich komme schon. Ich komme. Oh, das war ein bisschen blöd. Gemanagt. Erst ein paar kleine weghauen, dass nicht so viele da rumlaufen. Ja, das war okay. Ich würde jetzt sagen, die Härtung machen wir etwas besser. Tragekapazität. Sie schneller sind. So dass wir mehr tragen können und Laser. Ich glaube, es wäre, glaube ich, nicht sinnvoll, den Laser vielleicht weiter zu verbessern. Schildstärke. Stärke erhöht die Schadensmenge, die er der Kuppelschild ausprobieren kann. Oh, okay, machen wir das nochmal. Ja, das auf jeden Fall. Und das noch hinterher. Weil dann kriegen wir einen Booster. Bei dem Fahrstuhl, wie man jetzt hier aussieht, sind ein bisschen schneller. Gut, nach unten glaube ich nicht, aber nach oben sind wir etwas schneller. Hier ist noch ein bisschen. Ich muss sagen, das Spiel macht wirklich übel Spaß. Also kann ich nur jeden mal empfehlen, mal reinzuschauen. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen etwas. Normalerweise bin ich auch kein Freund von Spielen, wo man sterben tut irgendwann mal. Also wo man immer mal sterben tut und dann wieder sich verbessern muss. Bin ich jetzt auch kein Fan eigentlich davon, aber das hier ist ein bisschen anders. Hier tut man ja, auch wenn man sterben tut, tut man ja Sachen freischalten halt, ne? Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ah, wir können ja jetzt mehr tragen, ne? Auch gut, wir sind ja auch schneller. Selbst wenn wir drei tragen, sind wir trotzdem... Okay, wir gehen doch mal hoch. Nehmen wir die auch mal mit. Kann man jetzt immer viel schneller, wenn wir jetzt im Fahrstuhl nach oben gehen. Was schon sehr praktisch ist. Ich würde aber trotzdem die Tragekapazität vielleicht nochmal erhöhen. Ist das hier nochmal Schwenkgläser? Sie liegen einen Schwenkgläserkopf, der
deine Zielerfassung automatisch korrigiert, sodass du dein Ziel leichter treffen tust. Ja, ich denke mal, wenn man ins hektisch wird und sehr viele Gegner da sind, ist das, denke ich mal, sehr gut. Aber ich würde, waren das hier? Das hier würde ich halt gern. Doppellaser. Sind nur 20% weniger an Leistung, also an Schaden. Aber die 20% ist ja nicht schlimm, ne? Weil insgesamt bei zwei Lasern wären das ja nur 40%. Also ist schon effektiver, ne? Wenn ich jetzt richtig rechne, wären das ja 20% mehr wiederum, weil wir ja zwei Laser haben. Glaube ich. Keine Ahnung, vielleicht labere ich auch kaum welchen Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Schildstärke, maximal Schildüberladung. Achso, genau, das mit dem Wasser. Ja, aber dann will ich... Nee, das Wasser will ich nicht verbrauchen. Das können wir im Moment gut benutzen. Verbessere Sonar. Das ist natürlich auch sehr effektiv, ne? Level up. Was ist das für eine Ladung? Pulsgeschwindigkeit. Mark bleibt für 3 Sekunden. Feld Reichweite 5 bis 6. Kann eigentlich nicht schlecht, ne? Dann hätten wir zwei Ladungen. Und es sind ein bisschen schneller. Mit dem Aufladen und wir finden schneller Ressourcen. Das heißt wiederum schneller upgraden. Okay. Zack, wieder im Modus rein. Kampfmodus. Da ist auch schon der. Zack, weg ist er. Konnte nur einen Schuss abgeben. Ja, nice. Was haben wir denn noch? Ich glaube, ich würde sagen, wir heben jetzt erstmal noch ein bisschen auf, ne? Wo ich die Tragekapazität auch gerne erhöhen würde. Ja, komm, da sparen wir auch, ne, an Zeit wiederum. Das muss man ja auch mal so denken, ne? Wir sparen da wirklich sehr viel Zeit. Weil wir einfach mehr aus den Ecken rausholen kommt. Bis zum Fahrstuhl müssen wir es ja nur schleppen. Das holen wir uns später. Ich glaube, hier hinten war noch was gewesen. Und den Checkpad müssen wir auf jeden Fall verbessern. Definitiv. Mal gucken, wie viel wir tragen können. Oh ja, viel mehr. Ich glaube, wir werden sogar noch den anderen mitnehmen können. Das ist sehr cool. Guck mal, wie viel wir jetzt schleppen können. Das heißt, mindestens zweimal weniger laufen. Das ist schon sehr effektiv. Dadurch können wir jetzt mehr suchen. Öfters und so weiter. Doch, doch, das ist schon sehr praktisch gewesen. Okay, hier ist nichts. Ich glaube, hier sind wir sehr nah an der Wand, ne? Dran habe ich irgendwie das Gefühl. Oh, wir sind schon sehr nah an der Wand dran. Geh mal hoch. Die greifen eh gleich an. Okay, was haben wir denn? Betäubungslaser. Den hatten wir ja letztes Mal auch gehabt, ne? Ja. Gar nicht mal so schlecht gewesen.